Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wo bleibt das zweite Ende? Wo bleibt das zweite Ende? Wann machst du das zweite Ende? Mach das zweite Ende. Wo ist The Forest? Mach mehr The Forest. Ich hab den Mann in seinen Ledermund geschossen. Ich brauch The Forest, sonst ich komme mit Kuskeng und dann für dich sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Mein Kuskeng prügelt dich mit seinem Jarek. Mit seinem riesigen Jarek. Schlagt er dir auf die Augen blau. Er hat Jarek von Ziege. Öffne mal hier bitte, Mr. Cheechor. Mr. Cheechor, sagt der, der auf einmal eine Pistole hat. Ich hab die gefunden unten im Jarek. Ja, ja, genau. Da hatte ich auch schon eine. Oh, jetzt haben wir wieder geladen. Standbild. Ja, ja. Jetzt kommt erstmal das Standbild. Aber die Kinder sind wütend. Ich sag immer, hey, ich hab voll Bock auf das zweite Ende. Ich bin ready. Ich warte nur auf Kreis. Ja, ja, genau. Ich warte nur darauf, dass Kreis sagt, ich bin dabei. Ja, warte, ich mache hier kurze Replay-Puffer-Aufnahme. Ich muss so viel aufnehmen. Ja, ich bin eben produktiv. 40 Projekte. Ich denke an meine geliebte Community. Die ist mir total wichtig. Ja, ja. Ich will haben, dass die immer was zu gucken haben. Denn immerhin, ich habe gelesen, hätte ich auch gerne. Moment, König der Gamer. Der König der Gamer, Joe. Auf dem Thron, dem YouTube-Thron des YouTube-Gaming-Imperiums. So werde ich nämlich betitelt. Schwarzer Halbgott. Der schwarze Halbgott. Untenrum schwarz, oben weiß. Ja. Es gibt wirklich, ne? Es gibt Leute, die sind eigentlich schneeweiß, aber haben irgendwie schwarzen Jarek, so, ne? Also, ich muss sagen, mein Jarek ist auch dunkler als der Rest von mir aus irgendeinem Grund. Warte mal, ich trage hier irgendwie noch Schneeschuhe, das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Alter, ich bin im Anzug unterwegs, ich weiß eben, wie man sich zu benehmen hat. Was sind das eigentlich für Körbe? Hier haben die frittiert irgendwas? Guck, sieht aus wie so große Frittierkörbe, ne? Mit ja. Fritteusen-Ecken halt, kennt man. Guck mal, wer hat denn hier unten gelebt? Haben hier unten Kinder gelebt? Weil es sind ja, ich meine, entweder es war das Mädchen, die kleine Megan Fox, ja, die hier... Nee, ich glaube, hier haben Freunde von Kindern gelebt. Du meinst Leute, die katholische Kinder Priester? Ein bisschen zu nett finden. Mein Priester und ich, wir erleben tolle, spannende Abenteuer. Er gab mir Hostien und Wein und ich hörte auf zu schreien. Lecker, lecker Hostien in den Mund. Und lecker, lecker Wein. Alles steckten wir uns in unsere Öffnung rein. In den Mund und in den Po, da machen dich die Hostien froh. Jarek, Jarek, 1, 2, 3. Okay. Ist ein neues Lieblingswort, ne? Ja, ja, es ist, wenn man einmal so ein Wort hat. So, ich mach mal hier noch eine Schokoriegelfete. Mehr Riegel für den alten Mann. Ich hab alles voll. Ich schwimme im Riegel-Ding. Ich bin total durchgesponsert von Nestle. Riegler? Nestle. El Riegler. Die haben übrigens den schlechtesten Kaba, Kakao oder Trinkschokolade, ja? Von der Qualität her sind die am schlechtesten. Ja gut, da gibt's auf jeden Fall geilere. Nesquik ist ganz unten. Nesquik ist im Endeffekt einfach nur so eine braune Zuckerpaste, finde ich. Da ist auch gar keine Schokolade drin. Ja, ja. Schoko-Aroma oder so. Ich meine, da gibt's... Klar kosten die dann einen Euro mehr oder so. Ich trinke immer diese Schweizer Trinkschokolade. Da kostet aber so ein Brot... Nee, nicht Ovomaltine. Die hat irgendeinen anderen Namen. Ach, du meinst in diesen Bechern? Genau. In so Pappbechern. In so Pappröhren. Genau, so Röhren. Und da kostet irgendwie eine 8 Euro oder so. Ist richtig teuer. Ja, ja. Aber es ist geil, Mann. Wenn man sich leisten kann. Ne, das ist natürlich so ein Ding. Naja, ich als König, klar. Ich meine, klar, weißt du, ich hab einen Monat EA Access jetzt umsonst gekriegt, aber... Oh. Kam der da voll raus aus dem Raum? Den Lump. Bam. Er schießt auf Kinder. Ich schieß auf Kinder. Alter, wie er da mal rauskam. So richtig, okay, jetzt gleich kommen sie durch die Tür. Bam, ins Gesicht. Der war bereit, Alter, der war bereit. Der hat das seit Monaten vorbereitet. Ja. Hier habe ich übrigens beim ersten Durchgang irgendwie eine super wichtige Zeichnung irgendwo übersehen. Da haben die Leute ganz oft geschrieben, da war eine Zeichnung auf dem Boden. Du hast eigentlich im Grunde jetzt die Story verpasst. Ja, im Grunde weißt du gar nicht, worum es geht, weil wir ja auch schon nur zum allerersten Mal spielen. Guck mal hier, John. Der hat ja einen Namen, der Penis. Der kleine Johnny. Der kleine John.
Irgendwo guck mal, wie der hier, guck mal, wie der hier über das Kinderbett auf sich drüber gelegt wurde. Frau, ne? Das ist eine Frau. Das ist also wirklich sehr unangenehm, was hier passiert ist. Da kannst du deinen Jadek reindrücken. Ach, guck mal da. Hier ist aber das ist auf jeden Django, Fall so eine Schänderecke. Das ist eine Schänderecke. Das erkenne ich sofort. Bam! Boah, ey. Alter! Echt jetzt? Ich nehme alles zurück, die ist ja richtig gut. Ja gut, ich habe ihn aber auch schon an den richtigen Stellen geschlitzt. Naja, am richtigen Zipfelchen hast du... Du hast nur noch in die offene Wunde hast reingeschlossen. Geschleckt, nicht geschlitzt. Geschleckt hat er an den richtigen Stellen. Guck mal hier. Die war aber schon tot, ne? Und die spreizt Schreckt ja auch hier wieder so ab. Aber die hat auch... Der wird doppelt gespreizt. Die hat aber auch so ein Vajaja-Schlitz. Irgendwer macht bestimmt hier Forest-Porns, weißt du? Klar, hier wurde einiges gemacht. Ich meine, der Kollege hier ist ja auch so ein wandelnder Gangbang. Der kann ja wirklich 8 Frauen gleichzeitig bedienen. Wäre halt super geil, wenn hier dieser Blob, ne? Wenn so... Wenn man das Glas irgendwie zerbrechen könnte, der wird einfach so rausquillen. Ja, ja. Und schiebt dich so bis an die Wand. Das wäre cool. Warum stöhnst du eigentlich in letzter Zeit so heftig? Ich bin nicht mehr so fit, ne? Ich bin Raucher geworden. Seit dem, ne? Speedy-Run. Der ganze Stress hier mit dem Kindesverlust. Guck mal hier, Buntstifte von Megan. Hast du nicht auch jetzt alle Items, ey? Nee. Hab ja nix. Gab ja nix damals. Ich aber mal zu meiner gerne Zeit, ins Inventar zu schauen. Meiner Zeit hat man ja nix gehabt. Guck mal, hier gibt's sogar Informationen über die Vagina. Die Mucke, die hier läuft. Ich meine, die Vajaja kann auch Blitz gebären. Finnisches Blitzgebären. Aber warum läuft hier so eine komische Musik? Sehen Sie jetzt Modell Nummer 42 mit 2 Vaginas und 4 Möpsen auf jeder Seite. Sahara, wir machen die Zukunft. Ja, ja, genau. Sahara, Future Sex Puppen. Hier ist eine Zeichnung vom Makler. Makler. Sie müssen, zahlen Sie Ihre Miete. Aber woher ist das Höhle? Ding? Das habe ich immer noch nicht gecheckt. Das ist doch irgendwie von einer alten Zivilisation. Ne? Das ist doch irgendwie so ja, ein altes Ding. Ja, gut, das Ding. Muss irgend so ein Alien-Knüppel sein oder Entweder so. Entweder ein Alien-Knüppel oder irgendwie Somali. Somali, Ur-Somalis. Die haben sowas gehabt, glaube ich. Die Ur-Somalis. Die Ur-Somalis. Gefilte Fisch nehme ich mit. Guck mal hier, das gefilte Dokument. Ja. Da drüben ist Dr. Bergström. Hallo, Dr. Bergström. Es ist schwer, damit zu treffen. Nee, ging anscheinend nicht daneben. Der ist ja schon tot. Ja, weil ich einen Hartschlitz gemacht habe. Nee, Hartschlitz. Hartschlitz habe ich gemacht. Eher ein Hartwix. Amanda Hartschlitz. Das war eine Tänzerin damals. Prolesk hat die getanzt. Ja, Proletenlesk. Guck mal hier, der Babyclub. Boom, Doppelbaby. Da guckst du, ne? Da guckst du, Doppelbaby. Boah. Doch, in die Woche. Was? Was war denn das? Bist du vergiftet? Hast du Vergiftungserscheinungen vom Baby? Ich bin auf irgendwas draufgetreten oder so. Hier, da ist noch so ein kleiner Embryonen in meinem Wasserpark. Babys sind Gift. Hoot McCallock, ist ja nicht von 23 Babys im Freizeitpark angegriffen worden? Eine Horde Babys. Er hatte keine Space-Dollar mehr. Hä? Komm, hä? Warte mal, wie geht's denn hier weiter? Kommt man hier nicht durch? Muss man da drüben irgendwie durch die Tür? Man muss wahrscheinlich einmal durchs... Nee. Ja, hier. Ach, da! Man muss einmal durchs Babyzimmer. Oh nein, wir sind ja schon bei Schlimmitimmi. Wir sind ja schon bei Schlimmitimmi. Moment, können wir den jetzt schon öffnen? Nee, ne? Da brauchen wir doch erst irgendwie... Klar, ich kann den öffnen. Ja, weil du ja auch die Hexe an hast. Musste man da nicht irgendwas machen? Nee, musste man da nicht einfach nur hier rein oder so und was... War ja nicht irgendwas Spannendes, hier ist doch Dr. Buntstift. Dr. Buntschuh? Ja, aber wie ist der gestorben? Ich meine, war das jemand, der sich das selbst angetan? Ja, das ist... Nein, und vor allen Dingen hatte er die Stifte halt schon vor dem Tod im Ohre, oder... Nee, die sind ja tödlich platziert. 2 im Mund, 1 im Ohre, 1 in der Wange, 1 im Ohr. Aber tötet dich das überhaupt? Ich meine, so jetzt mal ganz realistisch. Die sind ja nicht so lang. Es kommt darauf an, vielleicht ist er halt... Wir wissen nicht, was in seiner Luftröhre steckt. Ja, vielleicht hat er einen eingeatmet oder so und es ist... Blitz inhaliert. Ja, da haben wir eine Kassette, da liegt eine Kassette rum. Aber die haben wir schon gesehen, da sehen wir einfach nur Megan, die einen Krampfanfall bekommt.
Ja, und jetzt? Kann man das einfach öffnen oder braucht man da irgendwas Besonderes? Nee, ne? Oh, jetzt wird's wieder dramatisch. Bitte Ruhe! Wiedersehen mit dem Sohn. Das ist ein starker Moment für mich. Schon wieder. Guck mal, meine Hände zittern sogar. Ich bin emotional gerade. Hast du die Heizung nicht bezahlt? So sieht's aus. Guck mal, Bill Cosby da hinten, Sohn. Irgendwelche Krampfanfälle. Ich will glitschen, aber es geht nicht. Ich höre irgendjemanden kichern. Oh, guck mal hier, der schwarze Megaman. Ich meine natürlich der afroamerikanische Megaman. Aber ist der nicht blau und gelb? Ja, er ist schon schwarz irgendwie. Guck mal, jetzt kriege ich irgendwie diesen Motivationsschub, ne? Mega Man plus Junge gleich. Vielleicht. Was habe ich gelernt damals bei Mattel? Stimmt. Wir können sie zerschmelzen. Wir machen Mega den Man super plus Mega Man. Junge ist gleich Profi. Phase 3 Profi. Alter, diese Motivationsmusik hörst du dir auch? Nee, bei mir stehst du einfach da voll steif. Du schließt doch gerade Kabel an, aber an nichts. Aber da liegt doch ein kleiner Junge im Becken. Bei mir liegt ja kein kleiner Junge. Den bildest du dir ein. Es gibt keinen kleinen Jungen mehr. Bei mir hängt der kleine Junge hier im Dings. Was? Echt? Ja. Nee, oh, hier, da ist er doch. Weg. Ja, jetzt wurde er wegteleportiert. Guck doch mal. Kleiner Timmy. Cosby, kannst du da nicht reingehen für den kleinen Timmy? Nee, es geht irgendwie nicht. Bill Cosby. Ja, guck mal, jetzt kann man auch hier rein. Schon wieder alles vergessen. War eigentlich erst seit einer Woche her oder so. Alles wieder vergessen. Ach, guck, warte, hier. Nein, warte, ich wollte den einmal jetzt hier mit der Kanone. Die Tür geht nicht auf. Hat ihn nicht getötet. Krass. Anscheinend die Ledergesichter, die sind mucho robusto. Ach, da ist noch einer. Hallo. So, bleib liegen. Das war eine Mafia-Hinrichtung. Ja. Der eine macht den Knubbel und der andere, der schießt ihm ins Gesicht. Wir machen geile Sachen mit Kindern in der Mini-Playback-Show. So, hier war ganz viel Senf und Marmelade noch in dem Schrank. Stimmt, hier ist ja auch noch ganz viel Kluck, 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 Kluck. Lappen gehen immer, ne? Was ist eigentlich an diesem Spiel? Warum kriege ich bei diesem Spiel immer Hunger auf Leberkäse? Ich weiß auch nicht. Schon wieder? Jetzt gerade, ja, ich weiß nicht warum, aber als wäre es irgendwie, das ist doch, die haben doch da irgendwas einprogrammiert, so einen unterschwelligen Leberkäs-Code. Also ich bekomme immer nur Bock auf Limo und Snickers. Nee, jetzt gerade waren wir in dieser Abstellkammer und dann, vielleicht weil ich Senf gesagt habe, ne? Ah ja, stimmt. Und hier ist ja auch, der Boden ist ja auch so senfig. Müssen wir den Bossfight nochmal machen? Ja, natürlich. Wir brauchen doch das kleine verseuchte Kind. Wir müssen die Maschine reindrücken. Ich hab doch ja auch nichts mehr. Ja, ich hab auch ja nichts. Ich hab ja nicht mehr. Ich hab ne Kanone. Ich hab ne Armbanduhr. Was brauchen wir denn noch für Sprengstoff? Hast du hier denn alle deine Cheat-Items schon? War das schon der Moment? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, klar. Du musst doch alles haben. Ich nehme jetzt die Knarre und baller da so auf. Ist alles mittlerweile weg. Wir haben doch schon alles verbraucht, Junge. Dann musst du halt nochmal cheaten. Nee. Ich hab ja nie official gecheatet. Ich hab ja nie official gecheatet. Ich hab ja nie gecheatet aus der Prämisse zu cheaten, sondern eher aus der Prämisse der Not. Ja, jetzt haben wir eh alles 10.000 Mal gesehen. Guck mal, okay, hier ist auch noch ein wichtiges Gemälde. Ich habe auf jeden Fall Sprengsätze. Hast du auch eine Taschenlampe an deiner Knarre? Ich habe eine richtige Squat-Kanone hier. Ja, ich habe auch eine Square-Kanone. Ich habe eine Squirt-Kanone, die spritzt ja ins Ohre. Squirt-Kanone? Ah, ich kann nichts sehen. Ah, Super Soaker. Super Smoker. Super Smoker Soaker? Super Socken. Ich muss ja vielleicht aber noch mal ein Schlückchen trinken, hä? Ich trigger schon mal, du kannst ja da hinten dich schon mal. So, Alter, das ist ein ekelhaftes Kind, ne? Diese kleine Niggies. Megan Fox mit ihren ganzen Gesichtsbehandlungen und so ist schon echt ekelhaft. Mit ihren ganzen Gesichtsbehandlungen? Mit ihrem Marmeladengesicht?
Er hat so ein richtiges Marmeladengesicht. Ich mag so gerne Snickers, denn Snickers ist so lecker. Lecker, lecker Snickers, Nüsse sind da drin. Snickers, 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 Nüsse, 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 alles ist in meinem Mund. Bill Cosby, du kennst dich doch mit kleinen Mädchen aus. Hilf mir mal bitte. Nee, nur junge Nebendarstellerinnen. Warum kriegst du jetzt aber so einen Anfall? Ja, also, weil das Ding aus ihr rauskommt. Ja, aber was ist der Trigger? Ich meine, du. Warum ich? Ich habe rote Hände. Weil sie denkt, bist du mein Daddy? Und das Ding in ihr bah. Denkt, du bist mein Daddy. Das Ding sagt Frühstück wahrscheinlich. Ich habe extra diesmal die Musik leiser gemacht, trotzdem super laut. Es ist schon sehr laut, ja? Bam! Nein! Ich will nicht gemerkt Foxt werden. Auf wie lange er zum Nachladen braucht. Doch Gott, ich glaube, mit der Waffe klappt das nicht. Ich habe auch irgendwie keine Trefferresonanz. Ja, ja, die ist so ganz komisch. Die schießt halt mit Murmeln. Au! Direkt erstmal die halbe Rüstung weg. So, direkt die ganze Rüstung weg. Wir ballern da auf den Murmeln. Ich glaube, der hat gezwickt. Ich weiß Steinsalz. Ich habe ihn in die Bajaja geschossen. Ich weiß halt nicht, wie viel das Steinsalz hier, das Salzgewehr, wie viel Schaden es macht. Es soll angeblich den meisten Damage machen. Nochmal in die Bajaja geballert. Ist es tot? Ich habe auch. Wir haben einen Doppel-Bajaja-Schuss. Hat er nicht überlebt. Ist er geplatzt. Alter. Hey, Kind. Oh. Ja. Keine Minute hat's gedauert. What the hell? Haben wir das Baby zerlegt? Ja, ja, also es ging dann doch schnell. Ja klar, Bajaja-Salz. Ja klar, natürlich. Bajaja, Salz, ja, das trocknet klar. Aus. Geh mal an eine Vagina mit Salz ran. Nee, krieg ich Ärger. Das ist der natürliche Feind. Der natürliche Feind. Wir haben das Ding entschleimt. Das ist wie, als würdest du gegen eine Nacktschnecke kämpfen. Ja, mit dem Salzgewehr. Es gibt ja so ein Fliegengewehr, wo du was mit Salz schießt, irgendwie, ne? Hast du das mal gesehen? So eine Pump-Action-Salz-Schrotflinte. Ja, klar, natürlich, Steinsalz. Und da kann man dann ordentlich auf Fliegen schießen und die sterben dann. Weil sie gesalzt wurden. Ja, das haben schon die alten Italiener gemacht, sag ich dir. Ah, ist in der Fliege, werfe nur mit die Salze. So, und ich glaube, Megan Fox ist so umoperiert, das zählt einfach nicht. Nee. Die ist schon total durch, ist ja nur noch ein Hautlappen. Die ist kaputt. Ja klar. Die wurde so oft schon operiert. Aber sie hat die goldene Sahara-Mara-Karte. Wo hatte sie die eigentlich? Guck mal, ihr Rücken ist ja auch irgendwie wieder zusammengenäht, siehst du das? Ja, ja, klar. Die war irgendwie mal voll gepackt mit tollen Sachen. Rote Füße hat sie, ja. Hier. Red Foot dann Company. Gehen Sie mal daran. Das ist dieses Münzeneinwurfzeichen bei mir immer. Du musst doch eine Münze haben, hast du noch Kleingeld, sonst kommen wir nie weiter. Sahara Mara? Sahara Mamara. Barbara? Sahara Barbara? Barbaron? Moment, Barbary. Hier geht's ja nicht weiter. Wie war das? Wir müssen irgendwie hier wieder in die Höhle. Zurück in Dreck irgendwie. Der Bavarian Stallion? Der bayerische Hengst, der ja mei. Mei, da sind wir wieder beim Leberkäse. Immer geht's zum Leberkäse. Anfang und das Ende ist der Leberkäse. Das schmeckt am besten, ne? Die Preis-Leistung ist auch am besten und es ist knackig. Guck mal, hier kannst du auch noch die Steine einschlagen. Alter, aber es ist doch irgendwie sieht aus, als hättest du eine Pappschachtel gehauen. So, jetzt machen wir wieder einen Kletterhaken. Er braucht den Kletterhaken, lass den Mann nicht zu lang warten. Oh, ich bin in dir gewesen. Das zweite Ende klebt an meiner Lende. Alle Kinder also schreien, ja, ja, ja.
Meine Knarre wieder, die Knarre. Ich spiele jetzt nur noch mit Knarre, Alter. Alter. Alle Kinder singen, ja, ja, ja. Erfasst ihr an die Wagaga. Wagagaga. Woher wusstest du, dass du eine Taucherausrüstung brauchst? Legt er dir bei dir automatisch an? Ja, ja, klar, ich habe so einen Cheat. Ich habe mir ein komplettes automatisches Inventar hergezaubert. Ach so. Damit klappt das halt auch alles perfekt. Haben wir jetzt alle schon Kinder tausendmal singen. Gesehen. Ja, ja, ja. Ich habe keinen Bock, jetzt hier 4 Folgen durch zu latschen, weißt du? Ja, ne, es wäre natürlich auch wieder... Klar, wird sich einige freuen. Die schummeln sagen, wieder! Die schummeln! Noch eine Folge! Ich habe gedacht, vielleicht machen wir irgendwann noch so eine Party-Abschlussfolge, weißt du? Dass wir so ein bisschen, weißt du, dann... Alle einladen. Uns. Ja, das können wir auch machen. Aber ich meine, so, weißt du, dass wir halt so dann so eine Rutschbahn noch ein bisschen bauen, ja, ich will so. Auf jeden Fall noch eine Mega-Rutsche auf jeden Fall cheaten. Ja, aber ja. Dafür da musst du nicht nur cheaten, sondern dafür musst du das Spiel modden. Weil das Problem ist, ich sehe nicht, wo ich baue. Oder wir können ja die Zauberer-Mod vielleicht noch. Ja, und es gibt auch noch so eine Zauberer-Mod und so, ja. Aber die Leute sagen ja immer, ihr dürft nicht cheaten, das ist ja, nicht doch. Legit. Aber jetzt sind wir legit, weil wir sind durch, würde der Bayer sagen. Weil, warum komme ich hier nicht hoch? Ich habe keinen Spaß daran, wenn ihr Spaß habt und Blödsinn macht. Ich will staubtrockenes, legitimes Spielen sehen. Ja. Staubtrockenes, legitimes, ernsthaftes Spielen, denn das Leben ist ernst. Das Leben hat schon ist ernst. Immer gesagt, als sie mich mit dem Kochlöffel richtete, um mir als, zu sagen, wie scheiße ich bin. Als ich unten in den Salzminen Gürtel bekommen habe. Ja, da habe ich Gürtelschläge gekriegt, weil ich hatte Spaß und deswegen ihr auch nichts dürfen. Spaß? Starbucks-Kaffee überall, auch in antiken Städten. Guck mal hier, die Funzel. Funzel? Funzel? Fonzi Funzel? Die gute alte Fonzi Funzel? Meine Tochter singt in letzter Zeit irgendwie immer irgendwas. Ich weiß nicht, was sie. Irgendein Kindergartenlied oder so, keine Ahnung, aber sie singt immer irgendwas mit Funze. Funze, Füße oder so, keine Ahnung. Ich kann es einfach nicht entziffern. Wir sind da! Und gestern das sind wieder diese zwei Geschäftsmänner. Gesagt, Papa, hast du einen dicken Bauch voll? Ich sag, nein, ich habe einen Waschbrettbauch voll. Hier, deine Zukunft. Ich wollte schon immer mal auf einem Tablett gefahren. Alter, werden. Hier ist auch wieder die Kammer der Orgie. Was haben die? Guck mal, die haben sich doch hier irgendwie die Dickdärme rausgeschissen. Ja, dabei ist auf jeden Fall irgendwem der Darm geplatzt und dann war die Party vorbei. Ich meine, das ist die Belegschaft. Wie ist das passiert? Wie ist das entstanden? Kaffee. Das würde ich gerne mal wissen. Guck mal, auch das hier, das ist ja nicht irgendwie... Sind die durchgedreht? Sind die wahnsinnig geworden, oder? Ja, keine Ahnung. Sie kennst halt du den Film Event Horizon? Ja, ja. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da gibt es ja diese Szene, wo sie irgendwie dieses Videotagebuch vom Captain abrufen. Und die ficken sich da gegenseitig irgendwie Augen und so alles raus. Und es war schon gestört. Der Film war hart gestört. Ja, da gibt es auch so eine Super Uncut Edition, die irgendwie... verboten ist, der ist super hart gestört. Aber weißt du, die waren ja in so einer Dimension des Bösen, ne? Die waren ja irgendwie in so einer Dimension der Hölle. Und da hätte ich voll gerne mehr gesehen. Ich hätte gerne einen ganzen Film nur in dieser Dimension, wo alle nur sich gegenseitig die Augen rausficken und durchdrehen. Naja, machst du hier Kickstarter, Spin-Off-Kampagne. Event Horizon 2, die Dimension. Ja, Event Horizon Dimensions. Und dann kannst du im Prinzip alles machen, hast ja freie Wahl. Boah, ich glaube, jetzt will ich mich. Ich muss mir den Film, glaube ich, nochmal angucken heute. Der ist so bombengeil. Ja, der ist schon echt gut. Der ist aber ich habe keine Hammer. Zeit, Filme zu sehen. Und sagt der schon den neuen Sherlock gesehen hat. Den neuen Sherlock, ja. Der die ganze. Du musst den auch gucken, damit wir die lustigen Witze nachwitzeln. Ja, ich gucke ihn. Ah, weißt du noch die Casino-Nacht, wo du dann sofort den Casino-Film dir geholt hast? Ja. Der war ja auch gut. Der war mega gut. Gibt aber Leute, die sagen, der ist scheiße. Ja, aber Moment, ist das jetzt dann, das ist doch das normale Talkshow-Ende dann, oder nicht? Ja, jetzt gucken wir erstmal, was da rumkommt. Ich guck mal rein, oder was? Ja, wir drücken jetzt da mal rein. Press to confirm. Activate. So. Zwei Köpfe braucht man dafür. Stand da unten. Zwei Köpfe. Aber das ist doch jetzt dann das normale Ende, oder nicht? Das ist jetzt das normale, erweiterte, neue, reloaded Ende. Guck mal, hier steht sogar drin, Thomas, Kevin und Sally. Ich will Kevin. Guck mal, der analysiert sogar Kinder, Alter. Das ist doch irgendwas von der katholischen Kirche. Ja gut, das ist ja immer eine Passagierliste, ne?
Ja, aber woher hast du die denn so spontan? Die wird so ja nicht spontan. Irgendwo im Internet. Wo kriegt er die denn her? Ja, da ist ein riesen Engel. Das ist doch irgendwas aus dem Vatikan. Kann mir doch keiner erzählen, das da oben. Kann jemand mal Dan Brown anrufen? Der kann uns das erklären. Ja. Wer ist nochmal Tom Hanks seine Rolle? Professor. Oh, ja. Wie heißt der nochmal? Oh, ich weiß nicht. So ein Name ist immer ganz schwierig dann. Von einzelnen Charakteren. Wie heißt der denn nochmal? Langton? 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 Nee. Langton? Doch, Robert Langton oder sowas. Ich glaube, Professor Langton. Ein Jahr später. Ein Jahr später. Ein Jahr später. Ja, guck da. Oh, guck, da ist ein ganzes Jahr vorbei, du. Das ging aber schnell, die 12 Minuten, da hab ich nicht gesehen. Psst, du redest. ...and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue... Kann ich ja voll die Anfälle. Please. Bin jetzt schon voll gezogen. Der Axtmörder. Der Axtmörder. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and a plane crash. You can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Die Leute haben gar nichts gesagt. Warum ist er so schmutzig? Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes. All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. Hä? Wo hat er die denn hergezaubert? Hä? I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Huh? Is he okay? Ja, das ist normal. Das hat er immer wieder mal. Ja. Ist jetzt Holzhacken der neue Trend? Das ist irgendwie total fasziniert, ne? Irgendwie. Das ist ein ganz normaler Tanz. Er hat Step Up to the Streets gekommen. Hä, das ist aber neu. Er hat ihn erwürgt. Oh, guck mal, Happy End. Alles gut. The Forest. Hä, ja, irgendwie war das... Ist er nicht normalerweise auch zu so einem Tentakuli geworden? Ja, ist zu so einem Megan Fox geworden, ja. Ja, und jetzt hat er survived, oder was? Ja, geil. Glückliches Ende, alles gut. Endlich mal wieder richtig duschen, Alter. Also Ordnung hat der Mann aber nicht, ne? In seiner Lumpensammlung. Sieht aus wie bei Tanzi da. Das bin ich. Ey, ich war schwarz, das Spiel ist... Ja, du warst der Moderator. Hä, aber wo ist mein Junior? Ist jetzt bei der Mutter oder wie? Ist jetzt bei der Mutter. Borscht. Borscht. Da merkt man, dass es Polen sind. Der Gute hatte Borscht. Borscht. Wummeli. Oh, kriegt keinen Borscht. Oh oh. Jetzt kommt die City. Er hat's von der Insel runtergetragen. At night. A game by end night. Keycard. Cave entrance.
Tja, easy going. Zweites Ende. Zweites Ende. Wollen die Leute rutschen sehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Falcone, Alter. Falcone. Telekova. Und kehren. Und kehren. Let's camp. Gabe Castro. Das ist doch der Cousin von Fidel. Unten am Gabe Castro. Am Gabe Castro. Buzzen. Buzzen Frog Fishing. Lindsay Wakefield. Am Rapala Mountain. Bartlett. Was ist das da im Hintergrund für ein Video, ey? Lost Children of Venezuela. James McWilliams. Keine Ahnung. Ist Endnight nicht ein polnisches Studio? Ja, kann sein, aber kann ja trotzdem sein, dass du dir noch Programmierer eingekauft hast. Dass sie werden. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Hughes Muller, Alter. Alec Moody. Aber kommen wir jetzt dann wieder zurück in den Wald? Ich glaube nicht, ne. Audio Kapow! Kapow! Kapow, ey! Ja, drücken kann ich auch nix. Ne, wenn ich jetzt so fest drücke, platzt mir eine Ader, ne? Da geht nichts. Wetter. Da haben sie aber einen Busch. Aber das war The Forest. Die Translations. Kate Lee, Shisho Watanabe, Tatjana Terekova, Waiting Sun, Megumi Higashi. Megumi Higashi. Augusta. Sony und Wealth. Brian Ritz, Alter. Ja, und jetzt willst du irgendwie noch ein bisschen Spaß machen und die Superrutsche und so ein Kram. Ja, ich hätte gesagt, wir machen vielleicht dann noch so eine Superrutschen-Spaßfolge und bauen irgendwie coole Sachen und vielleicht modden wir noch ein bisschen, wenn die Leute Bock haben, aber ich da gerne mit dabei. Das Cheetah seien, sehr Cheetah seien. Ja, dann können die Kinder, die halt keine Lust auf Cheetah-Mod und andere Dinge haben, die können ja dann andere Sachen gucken, bei anderen Leuten. Also, ihr seid herzlich eingeladen bei super seriös Let's Play, der nur super seriöse Spiele ohne Kommentar hochlädt und aber dann auch immer, wenn er was sagt, sehr seriös ist. So, dann auf Wiedersehen. Lasst mal eine kräftige Bewertung da für den kleinen Schlimmi-Timmy. Bis zum nächsten Mal und